Hallo, ja, hier ist euer Herr Maulwurf und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen. Ich bin mehrfach drum gebeten worden, das doch mal für den Dimitri in Vertretung zu machen, damit er sich mal ein bisschen erholen kann. Und ja, ich hoffe, ich krieg das genauso gut hin. Vielleicht könnt ihr mir da ja mal so eine Rückmeldung dalassen. Ich habe mir auch ein leichtes Thema rausgesucht, damit ich da nicht so überfordert bin. Und zwar wollen wir uns jetzt heute keine so Betrügerseite angucken von irgendwelchen halbstarken Kriminellen, die, sag ich ja, nicht mal in der Lage sind, ihr richtigen Namen zu schreiben und es auch nicht schaffen, sich alleine die Nase zu putzen, sondern wir wollen mal heute über die Firmen reden, in deren Namen diese ganzen Daten fallen, also Gewinnspiele, Produktprobenversprechen, Kettenbriefe und Facebook-Werbung und sowas überhaupt gemacht werden. Weil neben den Verbrauchern, also ihr und mich, die ja im Endeffekt dadurch geschädigt werden, wenn wir da drauf reinfallen, auf diese Versprechen, sind ja in erster Linie auch die Firmen diejenigen, die darunter leiden, wenn die Betrüger sich da als Microsoft, als Google, als Pampers, Nintendo, Saturn oder Milka ausgeben. Und wo wir dann so, sag ich mal, so 5000 Zuhörer erreicht hatten, da haben wir ja beschlossen, wir schreiben jetzt einfach mal die Firmen an. Ganz, ganz seriös, sehr ausführlich, was wir da halt so machen und was die Betrüger halt so machen. Und hatten halt gehofft, dass wir da mal ein Feedback bekommen. Dass die halt sagen, ja klar, haben wir nichts mit zu tun, was natürlich bekannt ist, aber so, hey, ja, wir haben da schon mal welche fertig gemacht und wir wehren uns da dagegen, da ist bisher fast nie irgendwas gekommen. Und ein Beispiel möchte ich euch heute dann vorstellen. Und zwar hatten wir ja das Video, das ist hier jenes gewesen, Datenfallen erkennen Folge 8, Datenfalle bei Facebook, wo im Prinzip ja irgendwelche Betrüger sich da als Saturn ausgegeben haben und Leute eben dazu bringen wollten, sich da bei irgendwelchen Geschichten einzutragen, damit deren Daten dann an irgendwelche Callcenter verkauft werden können. Und was dabei herauskommt, das kann man hier ja in sehr, sehr vielen Videos inzwischen nachhören. Und auf diese Geschichte hin bin ich ja dann auch in den Kommentaren bedroht worden von den vermeintlichen Inhaber dieser Firma. Der würde mich ja anzeigen, weil ich ihm ja die Kunden wegnehme. Hab ihm dann gesagt, der ist der Erste, der verhaftet wird, wenn der da in die Polizeistation reinkommt. Und dass der Einzige, der Gewinn macht, ja er mit seinem Datenverkauf ist. Da kann ja kein Mensch irgendwas von gewinnen, wenn der sich da einträgt. Jedenfalls haben wir das natürlich dann auch Saturn mitgeteilt und die sind auch tatsächlich, ohne dass ich irgendeine Werbung für die Firma oder ihre Produkte oder Dienstleistungen im Speziellen machen möchte, gibt es kein Sponsoring oder dergleichen, die überhaupt erste einzige Firma, die sich auf die Mühe, die ich mir gemacht habe, die anzuschreiben, überhaupt mal gemeldet habe. Ja, die haben sich gemeldet und es gab dann auch ein Telefonat mit der Pressestelle, was ich ja, sag ich mal, so gar nicht erwartet hätte, wo ich dann halt einige Sachen nochmal dargelegt habe, wie das so funktioniert und was da so die Kanäle sind, wo das vertrieben wird und dass da das ja über gekaufte Facebook-Werbeanzeigen zustande kam, ja Geld geflossen ist und man damit ja im Endeffekt sicher herausbekommen kann, wer da den Namen Saturn missbraucht und die Internetseite kopiert hat, dass man das eben herausbekommen kann. Das war ein sehr, sehr respektvolles, sehr freundliches Gespräch, wo mir dann eben auch versichert worden ist, dass da jetzt die Rechtsabteilung dahinter klemmt. Und ich hoffe ja, dass man irgendwann mal was in der Presse hört. Zu laufenden Verfahren wird man sich ja nicht äußern. Aber ich möchte euch heute einfach mal zeigen, darauf bin ich dann auch hingewiesen worden, wie Saturn denn selbst gegen solche Seiten vorgeht. Weil, wie gesagt, die Firmen sind ja neben den Verbrauchern die Hauptgeschädigten. Und zwar sieht so die richtige Saturn-Seite aus, falls ihr mal wieder auf irgendwelche Fake-Geschichten landet.
und ich hab dir hier kurz schmunzeln müssen. 500-Euro-Coupon. Da hab ich ja schon gedacht, oh nein, das ist wieder eine Falle. Aber hier ist es tatsächlich einmal ein seriöser 500-Euro-Gutschein. Vielleicht hat die das ja inspiriert, dass da immer 500 Euro bei denen draufsteht. Auf jeden Fall bin ich von der Dame von der Pressestelle dann drauf hingewiesen worden, dass das ja, sag ich mal, von Saturn selber so eine Internetseite unterhalten wird, die den Kunden und, sag ich mal, den Lesern bei Fassbock und so eben die Möglichkeit geben zu unterscheiden. Vorsicht fähig, so erkennen Sie gefälschte SMS, beziehungsweise hier alle anderen Sachen, die so mit Saturn eben zusammenhängen. Hier wird die Seite Mimikama auch nochmal vorgestellt, die hatte ich in einem Video zuvor mal erwähnt. Erst denken, dann klicken, das ist ja im Internet gerade eben für unerfahrene Menschen sehr wichtig. Irgendwann hat man ein Auge dafür, was man so macht, aber das muss sich halt auch erst entwickeln. Das ist wie mit Laufen, das ist wie mit Fahrradfahren und ich finde das immer sehr fatal, wenn dann Leute in den Kommentaren schreiben, wer auf sowas reinfällt, der hat das verdient. Das finde ich sehr traurig, weil diese Menschen dann nicht verstanden haben, dass das hier um Aufklärung geht. Das ist jeder von uns schon mal auf irgendwas reingefallen. Und wäre froh gewesen, wenn er das vorher gewusst hätte. Und das kann man dann ja auch keinen zum Vorwurf machen. Aber jetzt schauen wir uns das von Saturn an. Die haben sich ja quasi Mühe gegeben, eine ganze Sammlung, das schauen wir uns gleich einmal durch, so der typischen Tricks und auch der immer gleichen Fehler der Betrüger zusammenzustellen, damit die Leute da eben nicht drauf reinfallen. Ich finde das sehr gut, dass die sich da die Mühe geben, ihre Kunden zu schützen und damit eben auch der Allgemeinheit, weil das ja öffentlich zugänglich ist, eben Schutz zu bieten, den Politik und Justiz nicht hinbekommen. Und ich lese jetzt hier einfach mal so ganz kurz durch. In den letzten Monaten und Jahren hat sich die Zahl der sogenannten Fakes im Internet deutlich erhöht. Ja, da ist unter anderem so ein Typ, der tut so, als wäre ein alter seniler Mann. Das gehört da bestimmt auch zu. Auch Saturn wird immer wieder Opfer solcher betrügerischer und krimineller Aktivitäten. Richtig, und deswegen haben die jetzt hier so was ins Netz gestellt. In vielen verschiedenen Punkten, die wir jetzt einmal kurz durchgucken, wie man eben erkennen kann, ob man bei einem seriösen Unternehmen zu Gast ist oder ob das eine Falle ist. Hier geht es jetzt zum Beispiel bei Facebook, Fatzebook, wie auch immer man das ausspricht, darum, dass ein seriöses, verifiziertes Unternehmen hier bei der Profilseite diesen blauen Haken, den die hier eingekreist haben, besitzt, was eben darauf hinweist, dass es sich da um die richtige Firma handelt. Weil die haben ja sonst auch Saturn, Deutschland, Nord, West, Süd oder Pampas, Mitteldeutschland, immer irgendwelche ganz tolle Namen sich dahin geschrieben. Aber bei den Betrügerseiten werdet ihr das halt natürlich nicht finden. Dann ist auch wieder eine Geschichte Anzahlung für Gewinnspielteilnahmen. Das ist das, was ich mit dem iPhone neulich hatte. Da wurde ja verlangt, dass man einen Euro bezahlt. Was Saturn hier sagt, würden die nie tun. Teilnahmen sind kostenlos, wenn die was machen. Und in dem Fall, den die hier beschreiben, dann führt das in eine Abo-Falle bei so einer Unterhaltung im Internetseite, die dann 72 Euro im Monat kostet. Der nächste Punkt, den, sag ich mal, die Saturn-Öffentlichkeitsarbeit hier anspricht, ist hochwertige Produkte geschenkt. Werden Ihnen exklusive hochwertige Geräte, Produktproben merken oder Artikel mit beschädigter Verpackung als Geschenke angeboten, gehen Sie nicht drauf ein. Und die sagen hier ganz klar, dass sie keine Produkte verschenken, schon gar nicht an ausgewählte Kunden. Und die sind dann so ehrlich und die sagen, dass sie das Zeug verkaufen. Natürlich, das ist ein Unternehmen, die wollen Geld verdienen, das ist das Normalste der Welt. Und dass es Produkte eben ausschließlich bei seriösen Gewinnspielen gibt, die dann selber veranstalten. Ich finde das sehr gut, dass sie das hier machen. Abfrage von Kreditkarten, wenn die hier halt eben auch angeben, dass die hier keine
keine Kundenkontodaten von euch haben wollen, weil es ja im Prinzip ja in dem Fall dann wirklich um Gewinne geht, wenn die das selber machen. Und nicht wie bei diesen ganzen Abzockgeschichten, dass die da euch ein Abo andrehen oder eure Kundendaten haben wollen. Dann wird auch darauf hingewiesen, dass man eben den Absender von E-Mails kontrollieren soll. Die geben hier sogar eine Liste bekannt, mit welchen E-Mail-Absendern die denn arbeiten. Und alles, was da nicht so ist, das ist dann natürlich eine Farce und kann dadurch von euch, von uns, eben sehr leicht identifiziert werden. Sollten Sie teilgenommen haben, bla bla bla, erhalten Sie eine Gewinnbenachrichtigung, dass auch die Adresse, die das mit Saturn.de da drin steht. Das kann man zwar auch fälschen, das haben wir ja schon öfter gesehen, aber die machen sich meistens nicht die Mühe dazu oder die sind so blöde, was ich ja eher für wahrscheinlich halte. Dann ist natürlich auch immer das Impressum, da gehe ich ja in den Datenfallen erkennen immer drauf ein, wenn da unten irgendwo so in gleicher Schriftfarbe wie der Hintergrund dann steht, dass Apple, Amazon, Saturn nichts damit zu tun haben, steht dann irgendwo ein Impressum. Hier zeigen die jetzt eben, wie ihr Impressum aussieht und dass nur alles danach eben legitim ist. Können Sie kein Impressum finden oder stimmt es nicht mit dem oben dargestellten überein, dann ist die Webseite fake und Sie sollten sie umgehend verlassen. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Und mein Lieblingsthema, Rechtschreibung beachten. Wir achten in unserer Kommunikation auf korrekte deutsche Rechtschreibung und eine gute verständliche Sprache. Dann sagen die auch ganz ehrlich, dass sie nicht zu 100% perfekt sind, aber wir haben ja diese Rechtschreibung, wenn man das überhaupt so nennen kann, der Betrüger schon öfter mal gesehen. Und jetzt ist hier eben einmal der Vergleich zwischen einer Fake-Saturn-Seite, wo hier ja im Prinzip schon dieses Häkchen fehlt und wo hier bei der Information im Gegensatz zum echten auch, sag ich ja mal, kein Impressum und sonstiges hinterlegt ist, einfach gar nichts steht. Oder die sich hier Saturn.Deutschland nennen und eben irgendwelche Produkte versprechen, während die ja sagen, dass die sowas nicht machen würden. Das gleiche gibt's dann auch wieder per E-Mail. Ich finde diese Sammlung hier sehr gut und werde, denke ich, im Lauf der Zeit für die Telefonziege.com mal etwas Ähnliches anfertigen, wenn das die Zeit zulässt, weil das ja, sag ich mal, doch sehr aufwendig sowas, wo eben jetzt bei E-Mail Fake gezeigt wird, dass das hier Samsung Team at yourpacketsdelivered.com quasi, dass das ja nicht richtig sein kann, sondern die Absenderadresse ist eben eine, die sie selber sagen, dass sie von ihnen kommt. Weil hier auch wieder irgendein ausgewählter Kunde, sag ich jetzt einmal, hier so ein Telefon gewinnen kann. Das auch wieder von irgendeiner komischen Internet, der E-Mail-Adresse kommt. Und dann wird hier eben auch immer angezeigt, was denn falsch lief, dass man das erkennen kann. Keine gültige Saturn-Adresse, hochwertiges Geschenk wird als Köder benutzt und die wollen, sag ich mal, für die Teilnahme ja einen Euro. Und hier steht eben, warum das die richtige ist. Richtige Adresse im Absender, richtiges Impressum mit allen Angaben, die so ein Ding eben haben muss. Und was ich auch immer wieder toll finde, sei die Produkttest-Fakes, wo Saturn eben sagt, dass sie sowas nicht machen. Falls die Internetseite, die nichts mit Saturn zu tun hat, sind die auch sehr schön. Unsinnige Aktionsbeschreibung, bei der ein Produkttest mit einer Gutscheinaktion kombiniert wird. Falsches Impressum. Lassen sich nicht von gefakten Saturn-Logo täuschen. Hier ist jetzt auch wieder, sag ich mal, der Datenhändler E2MA GmbH als Beispiel genommen, die da sehr viel machen. Und selbst, sag ich mal, Saturn-Anzeigen werden gefaked. Wo die halt hier auch zeigen, wenn man da am Googlen ist, dass da eben, wenn da in der Adresse dann Saturn steht oder hier irgendein Tracking-Kram, der dich dann auch wieder auf eine Seite mit schrecklicher Rechtschreibung führt, dass das eben Betrug ist. Und das gleiche ist eben dann bei SMS- und Gutscheingeschichten. Zum einen machen die das hier auf ihrer Internetseite, wo das ja völlig legitim ist. Und zum anderen kommt dann hier wieder irgend so ein halb deutsch, halb englischer Giftcards-Voucher,
wo du irgendeinen Scheißdreck anklicken sollst mit einem, sag ich mal, mit einem gekürzten Link, wo, sag ich mal, Saturn.de schon kurz genug ist. Und das ist im Prinzip jetzt, sag ich mal, die Datenfallen erkennen Version von Saturn, wo ich das sehr gut finde, dass die sowas machen, weil es sehr wichtig ist, dass ja gerade die Unternehmen, deren Namen dafür missbraucht wird, die eine wesentlich größere Reichweite als so eine Telefonziege haben, diese auch ausnutzen sollten, um die Menschen eben davor zu warnen. Zum einen in eigenem Interesse, dass da nicht irgendwelche Anrufe oder Beschwerden in Laden kommen. Ja, warum rufe ich die mich denn jetzt immer an, nachdem ich da, sag ich mal, bei ihrem Gewinnspiel teilgenommen habe? Oder ich rufe meinen Anwalt, sie haben mir da im Internet so ein iPhone-Produktprobe versprochen. Sondern einfach halt auch, um die Menschen aufzuklären, denn geh mal davon aus, dass nicht wenige Menschen Kunden bei Saturn sind und dass ja dann im Interesse der Firma auch liegt, darüber aufzuklären. Darum fand ich das so schade, dass ich zum Beispiel von Nintendo, die ja gerade, sag ich mal, ein sehr junges Klientel ansprechen, da keine Reaktion bekommen habe und auch, sag ich mal, von Pampers, dass die das auch nicht interessiert hat, weil deren, sag ich mal, Kundschaft ist ja oft in der Bredouille, sein Kind kommt, kostet alles viel Geld und dann bietet da einer, sag ich mal, so ein Jahresvorrat Pampers an. Das sollte da ja auch in deren Interesse sein, sag ich mal, die Kunden zu schützen, die sonst vielleicht sagen, was soll das denn, da kaufe ich nichts mehr. Wie auch immer, könnt jetzt hier noch weiter debattieren. Ich fand das nur sehr wichtig, das einmal zu zeigen. Ich werde, wenn sich das einer im Detail nochmal durchlesen möchte, die Seite von Saturn hier auch verlinken mit dieser erst denken, dann klicken und diesen ganzen Ausführungen hier, weil das doch auch gerade für uns, die wir uns ja mit diesem Thema sehr beschäftigen, sehr interessant sein kann. Ich hoffe, ich habe unseren kleinen Dimitri würdig vertreten. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr das mit der senilen Stimme von Herrn Maulwurf oder mit den teilweise cholerischen Dimitri, der mit diesen Rechtschreibungen und dieser Dummheit nicht zurechtkommt, interessanter und ansprechender findet. Ich möchte das ja für euch auch einmal interessant gestalten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und versorgt mich bitte gern weiterhin mit Datenfallen, damit ich weiter in eurem, unserem Sinne diesen Leuten in den Arsch treten kann. Vielen Dank.